Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Rasputins und mir ist kalt. Ivan's Wiederkehr, schön, dass wir hier dabei sein. Warum ist hier denn kalt, Ivan? Ist überall Schnee hier. Ivan, sind nicht mal minus 10 Grad, ja? Für den Russen ist das gerade mal ein besseres T-Shirt-Wetter, stell ich mal nicht so an, ja. Warum wir müssen überhaupt raus, wenn so kalt? Ja, weil Herr Dr. Brack gesagt hat, dass ich mal ein bisschen rausgehen soll an die frische Luft, mal mein Köpfchen ein bisschen durchlüften. Ah, dein Psychiater. Das ist nicht mein Psychiater, ja, das ist ein Psychotherapeut. Lieber Ivan, da gibt es einen kleinen Unterschied, ja. Und Psychiater ist überhaupt nur eine diskriminierende Berufsbezeichnung, ja. Weil er therapiert Menschen. Hilft ihnen! Aber in amerikanischen Serien? Ah, in amerikanischen Serien, die haben ich von nichts eine Ahnung. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen hier, WikiLeaks, ja? Weil wir früher gewusst hätten zur Sowjetzeiten, dass die so inkompetent sind, ja? Das Außenministerium CIA, ja? Da wäre die Weltgeschichte aber anders verlaufen, sage ich dir. Ja, das ist jetzt nicht das Thema, ja? Wie meine Faninnen und Fans wissen, ist. Frische Luft hier bei ganzen Autos. Ja, Ivan, du willst ja auch unbedingt, dass wir hier nah an der Straße bleiben, müssen wir auch gleich wieder nach Hause können. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen in die Frische, hier in die Wälder rein und dann kannst du mal ein bisschen deine Lungen durchlüften, ja? Die Wälder vom Kleingartenverein. Ja, dahinter. Ivan, ich wollte meinen Faninnen und Fans erklären, ja, warum ich jetzt wieder zu Hause bin. Ja. Ich bin ja, wie ihr wisst, ja, ins Hotel gezogen, aber ja, gut, so auf die Dauer war das halt auch nicht so das Wahre. Und deswegen, warte, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich auf die Fresse lege. also ich habe dann bei mir auf der Arbeit mit der dicken Barbara gesprochen, ja, die ja jetzt auch, ja gut, Anfang des Jahres mit ihrer ungewollten Schwangerschaft ein paar Probleme hatte und ein paar Therapiestunden genommen hat beim Herrn Dr. Brack. Ja, und sie war von ihm sehr begeistert und hat mir seine Nummer gegeben. Und ja, ich hatte jetzt auch ein paar Termine bei ihm und ich muss wirklich sagen, also er ist ein kompetenter Mann und was er erzählt hat, Hand und Fuß und... Bist du jetzt Psycho? Ich bin kein Psycho, Ivan. Also das ist ein diskriminierender Begriff. Ja, also wenn, dann bin ich krank, ja? Also das hat mir Herr Dr. Brack auch gesagt, ja, dass ich in erster Linie, wenn, dann ist das jetzt kein Schaden, sondern ist das eine Krankheit, so wie die Grippe halt, ja? Oder wie Schnupfen, ja? Oder wie deine Hirnfäule, die du hast, ja? Das kann man therapieren und dann ist wieder alles gut und dann ist wieder alles normal. Ja, also Herr Doktor, ich habe mit Herrn Dr. Brack halt mal über dieses Phänomen gesprochen, dass ich halt die letzten Wochen und Monate halt angerufen wurde, ja, von einer unbekannten Nummer. Und dass ich halt verfolgt wurde, ja. Und dann hat Herr Dr. Brack mir halt klar gemacht, ja, gut, das ist halt nicht wahr, ja, ich werde nicht verfolgt und das bilde ich mir alles nur ein, ja. Da habe ich Herrn Dr. Brack gesagt, na gut, wenn ich mir das alles nur einbilde, woher kommen denn dann die ganzen Zeichen, ja? Woher kommen denn dann die ganzen Beweise dafür, dass ich verfolgt werde, ja? Da hat er gesagt, ja, das findet alles nur in meinem Kopf statt, ja? Und dann hat er mir ein paar sehr, sehr gute Argumente geliefert, warum das so ist. Können wir jetzt wieder nach Hause gehen? Ivan, ich erkläre gerade, was mit mir los ist, ja? Meine Faninnen und Fans, die machen sich auch Sorgen um mich, ja? Die wollen doch bestimmt mal wissen, ja, was jetzt hier los ist mit Rasputin Sto, was er den YouTube-Star. Die Hand ist fast zugefroren, wo kam er rein? Ja, Ivan, seit wann bist du so eine Memme? Du bist ein Russe, verdammt! Naja, wie dem auch sei, ja? Herr Dr. Brack, ja? Hat mir dann auch so ein paar lustige Tabletten gegeben, ja, da bin ich immer ganz schläfrig. Haben gesehen, und, heißt Tavo oder was du nimmst? Das ist doch... Ivan, haben wir einen Werbevertrag mit Tavo? Haben wir einen Werbevertrag mit denen? Nein. Also erwähnen wir auch diesen Produktnamen nicht, aber einen anderen möchte ich hier mal erwähnen, ja. Die Bifi Roll XXL, lecker, 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 esse ich sehr, sehr gerne. Ja, also wie dem auch sei, kriege ich auch ein Stück Bifi. Ivan, ich bin das Testimonial, ja, nicht oh. Du. Der Herr Dr. Brack zumindest hat mir gesagt, dass mir das nicht alles einfällt. Soll ich machen einen Untertitel? Dann kann ich doch verstehen, ich hab doch nur einen kleinen Bissen im Mund. Naja, zumindest, er hat mir gesagt, dass es diese Person gar nicht gibt. Können wir vorne links abbiegen und dann wieder zurück zur Wohnung? Mir ist kalt. Hier, Ivan! Du bekommst kein Bosch, wenn du mir weiter auf den Sack gehst. Okay, dann bestellen wir Pizza. Ivan! Ja, aber genug von meinem Privatleben, ist auch eher was für die Bild. Nein, ich möchte mich einem ganz anderen Thema widmen, ja. Einem sehr freudigen Ereignis, ja. Dass wir bald können in die Wohnung zurück. Ivan, halt die Fresse, ja? Hier geht's nämlich jetzt um Fußball. Und besser gesagt, um den Fußball WM 2018, ja? Sie kommt nach Hause, nach Russland, ja? Ich hab's ja gewusst, ja? Ich hab's ja gewusst, ja? Ich meine,
Wer war denn sonst noch in der Verlosung? England, Spanien, Portugal. Die haben doch alle vom Fußball keine Ahnung. Nein, wir Russen dürfen jetzt die Fußballweltmeisterschaft ausüben, ja, und ausführen 2018, ja. Und ich meine, wer sonst hätte es auch machen sollen, ja? Ein Land, das schon ein Viertel der Erdoberfläche besitzt, ja, ist ja wohl mal prädestiniert für Weltmeisterschaften, ja. Ja, mein Gott, da muss man halt ein bisschen reisen zwischen den Spielen, ja, zwischen Vladivostok und Moskau, sind ja 7000 Kilometer, ja, aber mein Gott, ja, da lernt man wenigstens mal Russland kennen, ja. Und ich meine, wer Weltmeister wird in 7 Jahren, ist ja mal vollkommen klar, ja. Deutschland. Ja, Deutschland, Deutschland, die können froh sein, wenn sie dabei sind, ja, wenn wir denen ein Visum geben. Nein, natürlich wir werden Weltmeister, ja. Und dann werden es auch endlich mal Weltmeisterschaften, ja. Da können wir dann mal den Deutschen zeigen, wie eine Weltmeisterschaft aussieht, ja. Nicht so, zu Gast bei Freunden, wir halten uns alle an den Händen. Nein, Fußball ist ein Kampfsport, verdammt nochmal, ja. Also 2018 werden schön die 18er Alu-Stollen rangeschraubt und dann rein in den Mann. Und wir werden Weltmeister. Und jetzt wir können weltmeisterlich wieder zurück in deine Wohnung und trinken warme Tee. Ivan, du gehst nicht auf den Sack. Dann gehen wir halt, verdammt nochmal. Und solange, liebe Zuschauer, wie wir nach Hause gehen, ich zeige euch hier in Rasputins Vlog der Ausschnitt aus meinem neuen Rap-Video. Was, Ivan? Nee, das haben wir nicht gewettet. Kein Spaß. Kein Rap-Video von dir. Ganz viel Geld. Da kaufe ich mir, was mir gefällt. Ich will haben eine Wurst und danach etwas gegen Durst. Rasputin tut, als wäre er schlau. Dabei hat er nie eine Frau. Nadja mich verlassen hat. Fuck you, bitch, ich mach dich platt. Du bist schlafen, andere Mann. Was hat er, was ich nicht kann? Ivan! Was? Ja, was? Du sagst Ivan, ich sag was. Ivan, was? Ivan, halt die Backen, du kannst das nicht. Ja? Und komme hier bloß nicht auf die Idee, dass ich jetzt hier mit meinem Kanal, ja, Ivans Vlog feature, ja, dass ich deine Videos feature, ja, dass ich feature, dass du jetzt Raps machst, ja, dass ich dich feature, dass du jetzt eigene Videos machst, ja, dass ich dich feature, dass du jetzt Abonnenten bekommst, ja, ich bild dir bloß nicht ein, dass du jetzt... Putin. Er trinkt Wodka, ich Benzin. Ja, komm bloß nicht auf die Idee, ja, dass du dich jetzt auf meine Kosten hier profilieren kannst, ja. Du kannst doch nicht mal richtig Deutsch, ja, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass du, dass dich irgendjemand sehen wollen würde? Ja, aber etwas, was ihr sehen wollt, ja, ist die Gruppe 23. Adventskalender. Ja, genau, richtig, ja. Weil ich bin dieses Jahr dabei beim Gruppe 23 Adventskalender, ja. Ihr werdet euch fragen, Gruppe 23, was ist das? Ja, das sind sozusagen die Dinosaurier hier bei YouTube, ja. Die haben schon Videos online gestellt, ja, da hattet ihr noch nicht mal Internet. Ach, da wart ihr noch nicht mal geboren. Ach, da wart ihr noch nicht mal Quark in den Eiern eures Vaters. Ja, die Gruppe 23 hat das Loch ausgehoben, auf den ich dann jetzt mein Imperium aufgebaut habe, ja. Also mein Hochhaus hingestellt habe, ja. Und sie haben mich halt gefragt, beziehungsweise mein Ziehsohn, der Marvin, ja, der hat mich gefragt. Marvin. Marvin 15. Ja, hab ich doch gesagt, ja. Marvin 14, ja. Er hat mich gefragt, ob ich dieses Jahr teilnehmen möchte, ja. Und da habe ich gesagt, ja, mein Gott, ja, eure Zugriffszahl war jetzt nicht mehr so super dieses Jahr. Helfe ich euch mal raus aus dem Quotenloch, ja. Und habe halt ein kleines, schönes Video gemacht. Also schaut jeden Tag mal rein, es lohnt sich, es ist echt super. Vielleicht findet ihr auch jemanden, der halb so gut ist wie ich halt, ja. Und warum du trägst jetzt nur noch schwarze Klamotten jeden Tag? Ja, das hat zu tun mit Herrn Dr. Brack, ja. Der hat gesagt, ich sollte auch meine Gefühle mehr nach außen zeigen, ja. Und ich fühle mich gerade momentan schwarz. Bist du jetzt Emo? Ich bin nicht Emo, ja. Nein, ich habe mir nur gedacht, wenn draußen alles weiß ist, ja, bin ich schwarz, ja, dann hebe ich mich am besten ab von der Masse, ja. Also als Star muss man das ja auch können, ja. Da wird man auch erkannt von den Fans, ja, am besten auf der Straße, ja. Also schwarz hier, der größte Kontrast zu weiß. Also dachte ich mir, ziehe ich heute mal schwarz an, dann werde ich auch sofort erkannt, ja. Oh, es klingelt! Es klingelt! Hallo, Rasputin Stohwasser, YouTube-Star? Hallo? Oh, Sie atmen aber schön. Da ist überhaupt keiner dran. Ja? Oh, Sie wollen mich umbringen. So, so, ja, ja. Sie wollen mir ein Messer in den Rücken rammen. Ja, ja. Ja? Ich schicke Ihnen ein Autogramm zu. Ja? Machen Sie es gut. Ciao. So. Ja, dabei. Da war überhaupt keiner dran, ja. Das habe ich alles so eingebildet. Aber im Protokoll von Handy steht, ist Anruf gewesen. Es steht in Handy. Ach, Ivan.
Das bildest du dir alles nur ein, ja? Ich nehme mich nächstes Mal mit zum Herrn Dr. Brack, der erklärt dir das dann, ja. So, liebe Faninnen und Fans, das war's für heute, ja. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, friert mir nicht ein, ja, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, macht's gut! Aber da war Anrufer, hat gesehen noch Display. Ach, Ivan. Die Gruppe 23. Ist ein lustiger Raum.